Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Wir sind anscheinend in einem Schneegebiet und Schnee heißt folglicherweise Eis, Feuer, Schnee-Pokémon, was weiß ich. Deswegen hole ich jetzt einfach mal Wupa nach vorne. Ich weiß zwar nicht, was für Pokémon hier auftauchen, aber ich gehe mal davon aus, dass Feuer effektiv sein sollte. Und wir besiegen diesen Trainer. Wenn dieser denn auch Lust hat zu kämpfen. Okay. Bist du ein Anfänger oder schon weiter fortgeschritten? Ich würde behaupten, ich bin noch ein Anfänger. Aber das ist egal, solange es ausreicht, um ihn zu besiegen. Sneebel auch ein sehr cooles Pokémon, meiner Meinung nach. Hat auch, glaube ich, in der Edition eine Weiterentwicklung bekommen. Wir versuchen es mit Flammenrad. Ich war auch schon überlegen, ob ich es ins Team reinhole, aber ich denke, wir haben jetzt uns zwei, drei gute Pokémon geschnappt. Ich meine, der Starter-Pokémon ist sowieso immer gut. Da kann man, glaube ich, kaum eine Fehlentscheidung treffen. Und die Evoli-Entwicklungen sind auch eigentlich immer recht stark. Dann schauen wir mal, wir haben... Nee, ich will gar nichts schauen. Wir wollen einfach weiterlaufen. Hütte Flockentanz, okay. Und warme Füße, können wir uns hier heilen oder was? Puh, diese Hütte hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Immerhin ist es gemütlich, also fühlt sich wie zu Hause. Möchtest du dich ausruhen? Wir machen es einfach mal. Wir brauchen es zwar nicht. Und was hat sie? Ich habe keine Speckschicht, wie manche Pokémon sie haben. Da ziehe ich mich nach dem Prinzip Zwiebel an. Mehrere Schichten übereinander. Übrigens, weißt du eigentlich, was die Fähigkeit Speckschicht kann? Sie halbiert den Schaden, den Eis- und Feuerattacken verursachen. Oh. Okay, gar nicht so schlecht eigentlich. Route 16. Ja, egal, komm, wir reden erstmal mit ihm. Denn wir müssen auf der Route noch ein VM finden. Eine VM. Es hagelt oder es schneit? Ne, es hagelt. Okay. Ach, wir waren das letzte Mal ja an dem See der Wahrheit, glaube ich. Wo wir aufgehört haben. Das heißt, er hat einmal den ganzen See abgeklappert. Und uns hierher gebracht. So, Flammenrad erledigt das. Das heißt, was haben wir? Wir sind, glaube ich, durch eine Höhle dann durch. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste Killian eine komplette Höhle gemacht haben, die ich auch sehr störend fand. Und wir werden weiterhin von Hagelsturm getroffen. Nächstes Sichlor, dann ist Wupan genau die richtige Wahl. Eines der coolsten Pokémon, meiner Meinung nach. Auch vom Design her. Wie stark es ist, weiß ich gar nicht im Vergleich zu anderen. Aber ich hatte nie eins besessen. Noch nie eins im Team gehabt. Entweder war es immer zu schwer zu fangen. Oder es gab es gar nicht. Obwohl, ich glaube, sicher gibt es fast in jeder Edition. Bin ich mir gar nicht so sicher. Gibt es nicht in jeder Edition, aber zumindest gab es in den ersten zwei Teilen. Im zweiten Teil musste man das ja durch so ein. Durch sowas wie eine Art Safari-Park. Das war so ein. Auch sowas ähnliches. Und ich habe es nie bekommen. Als noch. Bisher nur Schaden von Hagelsturm bekommen. Zwirklux, das ist ein Geist-Pokémon, glaube ich. Oder? Ja, müsste ein Geist-Pokémon sein. Ich denke, da benutzen wir einfach mal Feuersturm. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Feuerrad ist. Und
Fußstreu. Sollte für uns kein Problem sein, denn wir brauchen eh nur noch einen Angriff. Ich glaube, Tempohieb können wir nicht benutzen, aber ist egal, falls es nicht geht eigentlich. Weil Zwirglob sowieso in der nächsten Runde durch Hagelsturm gestorben wäre. Und wir bekommen massig Erfahrung. So. Ich würde hier gerne aus dem Gras raus. Und die haben auch ein Sneebel gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es einfach mal fangen soll. Aber ich habe keinen Bock auf den Hagel, von daher lasse ich es. Vielleicht sollte ich auch nicht den Controller direkt unter das Mikro halten. Ich schau mal gerade, ob wir hier irgendwo ein Item übersehen haben. Scheint aber nicht so. Gute 217, da sind wir schon. Achso, okay, da kommt jemand. Oh, Lucius! Bist du zufällig auf dem Weg nach Blissach? Da will ich auch hin. Wenn ich vor dem Fliegen einsetze, kann ich auf direktem Weg dorthin gelangen. Aber ich laufe lieber, das macht mir keine Probleme. Ich bin an Kälte gewöhnt, denn ich laufe immer barfuß und in leichter Kleidung. Hatschi, hatschi. Ach, das war nur ein Kribbeln in der Nase, nichts Wildes. Echt, mir ist gar nicht kalt. Ich mach mich dann mal auf den Weg, pass auf dich auf. Okay. Alles klar. Wir gehen trotzdem weiter. Es waren nämlich noch einige Trainer auf uns. Jo. Ich glaube, wir sollten mal Wupan weiter nach hinten setzen. Weil nach Electek ist es schon zwei Level höher als der Durchschnitt. Oder eigentlich wie alle, die wir auch aktiv benutzen. So, Flammenrad reicht nicht aus. Hat Electek schon angegriffen? Ich glaube nicht. Nee. Jetzt sind wir paralysiert, aber ich werde Tempohieb benutzen. Dann sind wir sowieso als erstes dran. In der Hoffnung, dass Wupan dementsprechend auch angreift. Ja, war klar. Das war klar. Donnerblitz tut uns etwas weh, aber nicht so viel. Ah doch. Gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke mal, wir sollten Tempohieb jetzt treffen können. Tempohieb. So. So, dann kommt auch Wupan jetzt nach hinten. Haben wir noch irgendeinen Angriff, den wir erlernen? Nein. Außerdem müssen wir aufpassen, dass Wupan nicht durch, wo haben wir hier Neo? Dass Wupan nicht durch, Hagelsturm stirbt. Oder besiegt wird. Sterben tun sie ja nicht. Obwohl es ja Beleber heißt. Und Beleber ist eigentlich für, doch, besiegte Gegner, in allen Teilen für Besiegte. Was hat diese oder Surfer? Ich mache einfach Surfer. In Final Fantasy sind sie auch nur besiegt, die sind ja nicht umgebracht in dem Sinne. Sonst wüsste ich gar nicht, was es noch Beleber gibt. An Final Fantasy heißt ja nicht mal Beleber, von daher ist es eh egal, was ich gesagt habe. So, machen wir gut. Pan weiter nach hinten. Und schauen mal, hier gab es ein Item. Indigo-Stück, okay. Ich glaube, Fahrrad können wir nicht benutzen, genau.
Rennen können wir auch nicht. Das ist noch ein Item. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Pokémon, das sich als Ball versteckt. Ne, ist sogar ein Hyperball. Und hier haben wir noch einen Trainer, der, obwohl er Skier hat, nicht schneller ist als wir. Interessant. So. Schneebedeck. Okay. Da wäre eigentlich unser Wupan super gewesen. Was benutzen wir? Blizzard ist sehr nutzlos jetzt. Knirscher oder Surfer? Ich versuche es mit Surfer. Der Levelunterschied dürfte eigentlich ausreichen, um gar nichts zu tun. Jetzt sind wir auch noch verwirrt, aber ich denke, das ist egal. Wir müssen ja nur einmal Surfer treffen. Boah, Schneebedeck ist schneller als wir, das finde ich schon mal interessant. Komm schon. Ja. Oh, ich bin ziemlich müde. Ich glaube, ich lege mich, nachdem ich diesen Part aufgenommen habe, nochmal ins Bett. Nochmal ein Schneebedeck. Ich glaube, dann wechseln wir. Chris dürfte effektiv sein. Und wir benutzen. Sollen wir Donner benutzen? Nein, wir versuchen es mal mit Donnerzahn. Da haben wir wenigstens eine Chance, dass es zurückschreckt. Tut's leider nicht, aber das ist egal. Nutzt eh nur Weißnebel. Weißnebel bringt ihm gar nichts. Obwohl wir ziemlich lange für den Trainer brauchen. Ich glaube, wir tauschen doch auf Wupan. Andererseits haben wir das Problem, dass Wupan nicht als erstes angreift. Dann machen wir das Ganze so. Wir benutzen eine KPAP. Heilung, und zwar Kumo-Milch dürfte ausreichen, ja. 100 KP sind mehr als genug. Holzhammer, okay. Kenne ich noch gar nicht. Feuersturm? Nee, Flammenrad dürfte reichen. Vom Rückstoß getroffen. Holzhammer zieht sogar Rückstoß ab, ohne dass es effektiv so stark ist. Bin ich mal interessiert, was das für ein Angriff ist. Das google ich gleich mal. So, jetzt tauschen wir aber erstmal wieder, ah ne, passt noch. Neo ist ja noch vorne. Okay, jetzt sind wir noch im tieferen Schnee. Okay, jetzt geht's langsam wieder. Jetzt können wir sogar etwas schneller voranlaufen. Da gibt's noch ein Item. Und ein Sonderbonbon, okay. Kann ich hier am Rand zufälligerweise schneller laufen? Oh, der macht uns ein paar Tricks. Interessant. Will der nicht kämpfen? Warte, ich schau mal erstmal, ob da zufällig das diese Hütte ist, genau. Ah, hier. Ich weiß, was hier ist.
Hier, wenn man hier unser Evoli hätte trainiert. Moment, gibt's hier ein Item? Nee, okay. Achso, Items liegen unterm Schnee. Wir müssen eben nochmal runter zum Trainer. Vielen Dank für deinen Besuch. Ein Geschenk. Bandsticker. Band. Damit, wenn man das dem ersten Pokémon gibt, das an erster Stelle ist, dann trifft man seltener auf. Oh, warte, hier war was, oder? Toppeleber, okay. Möchte der nicht gegen uns kämpfen? Ah doch, okay, er möchte. Quickel. Wir hätten eigentlich Wupan oder zumindest Chris nach vorne schicken sollen. Ich meine, bekommt Wupan zwar ein bisschen zu viel Erfahrung ab, aber ich denke, das ist egal. Die anderen werden ja auch ihre passenden Gegner noch abbekommen. Sneeble lassen wir Wupan Neo drin. Der könnte das schaffen. Was machen wir? Wasserdüse. Zweimal Wasserdüse. Ich glaube, Server wird eh kein One-Hit sein. Und es hagelt. So, was ich jetzt noch schauen möchte, ist, ob wir das VM finden. Dass ich auf der Suche war. Ich war mir nur ziemlich sicher. Dass es hier war. Aber anscheinend nicht, dann gehen wir doch erstmal unten lang. So. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich gehe jetzt erstmal hier oben lang. So, den haben wir umgangen. Ich möchte eigentlich jetzt keine großen Kämpfe mehr ausführen. Sondern nur das VM finden. Aber wir müssen eh die ganze Route noch einmal abklappern. Da benutzen wir Knirscher. Surfer oder Wasserdüse wird da eh nicht effektiv sein. Vielleicht, vielleicht wäre noch. Wie heißt es wieder? Blizzard effektiv gewesen, aber. Bis reicht ja vollkommen aus. Ist ja auch keine uneffektive, ist ja eine sehr effektive Attacke. Gegen Haspigrohr auch. Ne, gegen Haspigrohr nicht, aber gegen. Wie hieß es denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber ich glaube, das ist auch ein Psycho-Pokémon gewesen. Goldking, da wechseln wir auf Chris. Da
Donnerzahn reicht aus. Reicht Donnerzahn aus? Ja, Donnerzahn reicht aus. So, jetzt mal hoffentlich das Item finden. Hier gibt's nix. Und hier sind wir schon am Stärkeufer. Hey Lucius, bist du auch schon da? Langsam, viel zu langsam. Hör zu, Lucius, siehst du, dass die Felsen hier anders aussehen? Du kannst die Berge erst hochlaufen, wenn du den Orden der Blizzard Arena besitzt. Wie dem auch sei, ich bin weg, Team Galactic, ich bin euch auf den Fersen. So, und zwar heißt das, hier geht's zur Arena. Also hier geht's nach Blizzard. Da oben geht's zum Stärkeufer. Und wir wollen nochmal zurück. Aber nicht ich mach das, sondern Kiel macht das in der nächsten Folge. Der muss dann selber suchen. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht so viel erreicht in der Folge. Ist auch ein bisschen störend mit dem Schnee, wo man so langsam laufen kann. Jo, dann verabschiede ich mich und die nächste Folge seht ihr wie immer bei Helien. Auf Wiedersehen.